dieses Gehirn vergisst nie. Das heißt, alles, was da an Schock, Trauma, Schmerz gelandet ist, also Autounfälle, Polytrauma, schwere Nerveneinklemmung, das ist da drinnen abgesprochen. Ja? Auch zum Beispiel Kriegsbombenangriffe, das ist da drinnen in diesem Amygdala, das wird nicht vergessen. Der wacht jede Nacht auf, kann man schlafen und denkt sich, wie geht mein Leben weiter und das wird nichts mehr. Und das einzige Medikament, wirklich das einzige Medikament, das da hineinwirkt und wirklich positiv hineinwirkt, ist eben seine Cannabinoide. Das hat tatsächlich Jens Berger so schön erforscht, das ist Extinction of Aversive Memories, also das Auslöschen von aversiven Erinnerungen. Da gibt es fast nichts und das ist ein Hauptproblem vieler Schmerzpatienten. Das wird am Anfang mal bewusst erlebt, aber der steigt nicht mehr auf der Leiter auf, wenn er da runtergefallen ist. Der nimmt keinen Tennisschläger mehr in der Hand, weil er sich da die Bandscheibe rausgeschmissen hat. Das heißt, diese aversiven Elemente bringst du aus deinem Gehirn schlecht heraus. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Relation zwei Afghanistan-Veteranen, die auch da ganz schlimme Sachen erlebt haben, die reagieren auch wunderbar auf die Cannabinoide, weil die vergessen schön langsam und schlafen besser und regenerieren sich besser. Aber es heißt nicht, dass jetzt nur, wenn ich irgendeinen Stress habe, Cannabis nehme und dann ist alles gut. Also so einfach funktioniert das einfach. Ja, wichtig ist eben, diese Amygdala führen dazu, dass man auch einsteift, dieses Freezing, also diese Todstellreflexe entstehen dadurch und viele Schmerzpatienten werden wahnsinnig steif, ja? Nicht nur weil sie einen Pechtreffer haben und grammatisch einsteifen, sondern einfach weil sie sich nicht mehr bewegen. Sie werden Leute kennen, die die Hand nicht mehr bewegen und nur mehr so halten, weil sie eine Verletzung gehabt haben. Aber das wird nicht deswegen steif, weil das Handgelenk steif geworden ist, sondern weil das Gehirn sagt, bewegt dich nicht mehr. Und das steckt in uns ganz massiv drinnen und das kann man mit den Cannabinoiden durchbrechen. Das ist eine ganz super Geschichte. Ja? Nur muss man wissen, dass man das gerne am Anfang machen muss. Ich kann natürlich nicht nach 15 Jahren kommen und sagen, jetzt machen wir das Handgelenk wieder aktiv. Das muss man gleich am Anfang, den ersten 3-4 Monaten. Ne? Da haben wir schon gehört, die Kasse sollte es sowieso nicht. Die Patienten und Ärzte wissen nichts davon, was sie machen sollen. Also geht er mit seiner steifen Hand das Leben. Gut, die Kosten kannst du dir vorstellen, was das kostet, wenn eine Hand verloren geht. Ne? Und da habe ich jetzt so ein Zettel gemacht, wie so ein Rezeptor funktioniert. Also wenn da 3 Reize kommen und ich habe das Cannabinoide System eingeschalten, dann ist das so wie eine Gletscherbrille. Dann sehe ich halt die Sonne am Gletscher nur so angenehm, ne? Wenn ich die Gletscherbrille runternehme, wäre es sozusagen schneeblind. Ja? Und genauso funktioniert das System. Also das heißt, wenn ich das blockiere und mein Nervensystem mit Cannabinoiden gut blockieren kann, das heißt, ich bin entspannt, ich bin ruhig, ich bin regenerativ, dann werden wir nichts aufregen. Wenn ich dann schon aufgebracht bin, wenn ich sofort Amok, weil dann ist das Cannabinoide-System ausgelockt. Und es wurden ja auch Medikamente erzeugt, die das Cannabinoide-System auslocken. Das ist zum Beispiel das Rimonabant. Das war zum Abnehmen, da wollten die Leute abnehmen damit. Dann haben wir das den Leuten gegeben, die sind in der Nacht überhaupt nicht mehr schlafen, sind aufgesprungen, sind depressiv geworden. Das heißt, wenn ich das Cannabinoide-System lösche, dann ist das für uns ganz fatal. Das funktioniert überhaupt nicht. Und dass wir die Finger weglassen, weil das ist so wichtig, dass man eben zur Ruhe kommt, dass man sich entspannt. Und das ist sozusagen unser Problem, auch in der Politik zum Beispiel. Ne? Das ist dieser Neokortex geht offline. Ja? Also es braucht nur einer sagen, so wir schießen irgendwelche Atombomben, ne? Dann geht eben der Neokortex offline und dann sind halt diese basalen Kämpfe da. Ne? Dann wird nur mehr Hass und Aggression. Also, das heißt, wenn ich traumatisiert bin, dann traumatisiere ich zurück. Das ist ein Hauptproblem unserer modernen Welt, dass eben immer mehr Traumatisierer hinaufkommen, die schwatzen da hinauf und die sind selber traumatisiert und traumatisieren wieder weiter. Weil ein vernünftiger Mensch, der ein gewisses Lebensalter hat, der so wie ich, Opa ist und so, der wird ja dann gütig und verzeiht und denkt sich, mein Gott, und seid nicht so dumm und so, streitet sich nicht wieder, versöhnt sich wieder, ja, das kennen die nicht. Ja. Traumatisierte, traumatisieren. Das ist ein Riesenproblem, ja, weil das erkenne ich natürlich sofort, wenn die Leute sehen, die man, das wird schon wieder was, ne? Aber der kann ja gar nicht anders. Ne? Wie soll der aus diesem, das fühlt ja mal keiner das Cannabis ein, dann geht er hochdosiert, das ist immer eingefüllt und auch therapeutisch natürlich behandelt, weil Medikament allein ist noch keine Therapie. Und die Leute können deutlich gefühlt, dass sie aus dieser Trauma-Geschichte rauskommen. Das nächste Thema ist zum Beispiel Aggression und Libido. Auch da gibt es zum Cannabis interessante Studien, nämlich dass die Aggression reduziert wird. Wir haben so eine Vergleichsstudie gemacht, wir haben also nicht nur die Patienten angeschaut, sondern auch die Ehepartner oder die Freunde von denen. Und die haben dann uns berichtet, dass seitdem man das nimmt, das viel entspannter, es geht dann wieder spazieren, gibt da Ruhe, ist nicht so aggressiv. Ne? Oder zum Beispiel im Bett spielt sich wieder was ab. Ne?
was vorher nicht möglich war. Wir können uns aber auch, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis der letzten Jahre, wir können uns auch Cannabinoide auch durch Ausdauersport zuführen. Also man muss nicht unbedingt rauchen, also wenn dieses Thema kommt, wie komme ich zu einem Cannabinoiden Feeling, also Ausdauersport. Aber natürlich, da habe ich Riesenschwierigkeiten mit meinen Patienten, die 15 Mal verschraubt und verplattet sind, wie bringe ich die zum Ausdauersport? Also die müssen das schon nehmen, weil denen, die so morgens am Dauerlauf, also das kann ich nicht mehr, ne? Das geht nicht. Der muss das dann halt nehmen, wenn es dem schlechter geht, muss er es halt nehmen. Und ich glaube, eins muss ihm klar sein, wenn man sich mit dieser Therapie mit Cannabinoiden beschäftigt, sollte man eine Ausbildung erfahren, die es derzeit in Österreich nicht gibt. Es gibt keine Ausbildung Richtung Cannabinoiden, weder auf der Uni noch in den großen Schmerzkursen. Es wird nur kurz erwähnt, irgendwo eine halbe Stunde oder Stunde und das war es dann. Es gibt keine Ausbildung und das ist aber ganz, ganz wichtig, weil zum Beispiel, was frage ich einen Schmerzpatienten, der jetzt 3 Wochen Cannabinoiden nimmt? Und was frage ich ihn sicher nicht? Sie dürfen ihn nicht fragen, ob sie mit den Schmerzen besser geht. Sondern nur fragen, schlafen sie besser, entspannen sie sich besser, wie sind die Muskeln. Ja? Sie dürfen nie noch, wenn einer 20er Schmerzen hat, hat er nach 3 Wochen auf Cannabinoiden keine Schmerzreduktion mit großer Wahrscheinlichkeit. Sondern zuerst der Schlaf, die Entspannung, die Regeneration und dann schön langsam nach 3-4 Monaten kommt dann die wirkliche Wirkung erst richtig raus. Das heißt, man muss Leute auch ausbilden auf dem Sektor, damit sie wissen, was ist zu erwarten, was wird sich bessern. Ja? Und das Schöne ist eben, dass viele, viele Schmerzpatienten, und das verstehen natürlich nicht Schmerzpatienten überhaupt nicht, die ärgern sich jeden Tag. Und wissen Sie, warum sich die ärgern? Weil sie nie das machen können, was sie gerade wollen. Ja? Weil wenn sie das machen, was sie machen wollen, haben sie Schmerzen, dass sie das nicht geht. Ja? Das heißt, man muss sich immer irgendwie zurücknehmen, man muss immer irgendwie Kompromisse machen. Weil ich kann da nicht mitfliegen und kann da nicht hinfahren, weil das schaffe ich nicht mehr. Eigentlich sollte er aber hinaus, weil er braucht ja auch die Kommunikation und die Ablenkung, weil er kann vieles ja nicht tun und das führt ihn zum Ärger. Und da hilft auch das, die Cannabinoide hervorragend, wenn ich mich sehr ärgere, dann ärgere ich mich weniger. Also das heißt, weniger Angst, weniger Ärger, weniger Konflikte, weniger Unruhe und dadurch ein besseres soziales Miteinander. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn ich jetzt sage, ich nehme für den Schmerzpatienten Cannabinoide, dann ist das für mich eine völlig klare Entscheidung nach 17 Jahren, dass man das tun muss. Ja? Nicht tun kann, sondern tun muss. Ja? Und bei gewissen Sachen muss man sehr schnell mit den Cannabinoiden da sein, bevor der einsteift nach einem Trauma oder bevor der einsteift nach einem Boxenischen. Das heißt, ich muss relativ zeitig mit dem beginnen, bevor die Katastrophe entstanden ist. Und die Nebenwirkungen, die man eben dem Cannabinoid unterstellt, dass man dann dumm wird, diese bekannte Hauptargumente, dass die Leute bringen, die trifft bei Schmerzpatienten nicht zu, deswegen, weil ein nicht betreuter Schmerzpatient wird automatisch dumm. Weil er nicht schlafen kann. Sie müssen, wenn Sie ihr Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis verwandeln wollen, müssen Sie schlafen. Wenn Sie nur 2-3 Stunden in der Nacht schlafen, können Sie sich nichts merken. Das ist bei schweren Schmerzpatienten wirklich der Fall. Die sind einfach wirklich kognitiv eingeschränkt. Das kann sich natürlich, sobald er schlaft, geht es wieder. Ja? Aber wenn er natürlich jetzt nachher nicht schlaft und sagt, ja, geht mir schon besser, ich schlafe zwar immer nichts und gehe ganze Nacht auf und ab, ja, der wird dumm. Und das Problem ist eben, mit Cannabis schlaft man. Und das ist für das Langzeitgedächtnis hervorragend. Wenn man das einem 14-Jährigen von der Mathematikschule dann gibt, das ist keine gute Idee. Ja? Weil da wird er wirklich dumm, weil er wieder in Mathematik lernen und so denkt, ey, wurscht, ja, dann muss ich nicht funktionieren. Ja? Also das heißt, man muss schon wissen, wem gebe ich das. Und wenn ich das weiß, dann ist das auch so gefährlich. Ne? Und wie gesagt, das sind die Wirkungen, die Cannabinoide machen. Das heißt, Sie können sich das auf Ihrer Festplatte, wir haben eine Festplatte, die für 7 Punkte, wir können es bloß für 7 Punkte merken. Das, was mehr als 7 Punkte ist, ist schwierig. Jetzt muss man am Arzt einmal beibringen, also nicht 7 Punkte merken, sondern 17. Und das wird dann sehr schwierig. Also man braucht ein bisschen Übung, damit man diese Punkte alle im Kopf hat und sich denkt, naja, warum gebe ich das? Zum Beispiel gibt dem Patienten, der im Liegegips im Spital liegt, der 6 Wochen jetzt liegen muss, gebe ich deswegen das Cannabis, dass er einfach ein Drittel weniger Zeit erlebt. Es wird kürzer. Warum wird es kürzer? Weil der cannabinoide Mensch einfach langsamer wird. Wenn ich langsamer werde, dann vergeht die Zeit schneller. Wenn ich Kokain nehme, dann werde ich schneller und die Zeit vergeht langsamer. Das ist einfach ein völlig normales Phänomen. Und da gibt es schöne Untersuchungen mit Ratten, da haben wir so Goodies in so einem Maul, das elektronisch aufgeht, hineingesteckt und haben die trainiert, dass die alle 12 Sekunden auf dieses Goodie hinlaufen und die
Cannabis-Raten, die kommen immer zu spät, also die kommen dann nach 16 Sekunden und die Kokain kommen zu früh. Ja? Die kommen nach 8 Sekunden schon und wollen sich das Gute abholen. Also das heißt, das Zeiterleben wird durch Cannabinoide deutlich verändert und das ist für Leute, die natürlich jetzt ewig im Spital liegen müssen oder im Alter sein, die wieder hinsichern, wäre das vielleicht doch eine ganz gute Idee, dass die da halt zu einem guten Gefühl kommt. Also, nur eine Gegenanzeige ist eben Adoleszenz, also die Jugendlichen, die Schwangeren und die latenten Psychosen. Das ist in der Medizin einfach Faktum. Und die muss sich halt die Politik überlegen, wenn sie legalisiert, muss sie sich überlegen, was dann passiert mit den Leuten und die können dann betreut und die müssen auch dann weitergeführt werden. Das heißt, wir haben da so eine Liste aufgestellt, warum es nicht geben sollte, das werde ich Ihnen noch nicht vorlesen. Und warum wird das der medizinische Nutzen behindert? Weil es eben von den Kassen nicht bezahlt wird. Alles, was von den Kassen nicht bezahlt wird, wie soll ein praktischer Arzt, der für Patienten 5 Minuten hat, Cannabis aufschreiben oder Cannabinoide aufschreiben, wenn er nachher da 2 Stunden mit der Ärztekammer telefonieren muss oder mit der Gebietskrankenkasse. Das wird er nicht tun, das heißt, er wird es nur dann verschreiben, wenn er es leicht bekommt und das kriegt er nicht. Es gibt noch keine klaren Indikationen, zum Beispiel derzeit ist die Zulassung für Cannabis bei Übelkeit, bei Chemotherapie induzierter Übelkeit, das heißt, es gibt keine klaren Kriterien, warum man das geben darf. Es gibt keine aus oder wenig ausgebildete Ärzte, also ungefähr 40 in Österreich. Derzeit ist im Studium nicht vorgesehen, die Politik ist uneins, da sollte man da Regelungen treffen. Es ist in der Gesellschaft stigmatisiert und die Pharmaindustrie hat in dem Moment kein großes Geschäft zu erwarten und das ist halt auch nicht beste Voraussetzung. Also wir haben von allen Seiten ein bisschen da durcheinander und ich glaube wichtig ist, dass man einfach wieder, dass die Politik den Menschen wieder in den Mittelpunkt bringt, weder die globale Digitalisierung noch irgendwelche Geschichten, sondern wichtig ist einfach, dass der Mensch wieder gefragt wird und einfach dem Menschen gerecht wieder gearbeitet wird, weil ich glaube, das steigert auch die Leistungsfähigkeit einer Nation oder einer Gemeinschaft, wenn die Menschen wieder sich wertgeschätzt fühlen, wohlfühlen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und in dem Sinne möchte ich da schon meine Ausführungen beenden. Vielen Dank.